Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Ihr seht eine schöne Kirche. Diese schöne Kirche findet man in den Gebirgen von Coorg in Karnataka. Diese Kirche wurde von Dr. Ferdinand Kittel, einem deutschen Missionar, in 1870 gebaut. Dieser Missionar hat die indische Bevölkerung geliebt und hat Christus verkündet, sodass die Inder gesegnet wurden. Infolgedessen wurden viele Menschen errettet und eine wunderschöne Kirche wurde hier errichtet. Schon im Jahr 1870 hatte Pfarrer Dr. Kittel das Englisch-Kanada-Wörterbuch erstellt, um diesen Menschen im Karnataka was Gutes zu tun. Herr Dr. Kittel hat eine so große Leistung vollbracht, um ein Segen für diese Menschen in Karnataka zu sein. Er entdeckte ungefähr 70.000 Kanada-Wörter und erfasste ein Englisch-Kanada-Wörterbuch für die Bevölkerung. An dieser Stelle müsst ihr wissen, dass die Missionare nicht nur kamen, das Evangelium zu verkünden. Sie wollten unbedingt den Menschen der jeweiligen Gebieten etwas Gutes tun, um das Leben zu verbessern. Die Beiträge der Missionare für die Bildung der Einwohner ist enorm. Wenn medizinische Hilfe benötigt wurde, taten sie es auch. Die Missionare sorgten auch für die gute Moral in der Gesellschaft. Am wichtigsten kämpften die Missionare gegen das Übel in der Gesellschaft im Namen der Religion, die es auch zerstörte. Diese christlichen Missionare wie Dr. Kittel halfen Menschen mit sozialem Bewusstsein, dass sie auch so gesegnet wurden. Der Grund dafür ist die Liebe von Jesus. Er ging herum und tat den Menschen nur Gutes. Er macht die bedürftigen Menschen glücklich, indem er in allem, was sie brauchten, Wunder vollbrachte. Der gleiche Herr spricht mit euch auch heute. Er gibt uns folgendes Versprechen in Josua Kapitel 3, Vers 7, sagt der Herr: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor dem ganzen Israel. Der Herr sagt: Mein Sohn, meine Tochter, ich will dich groß machen. In dem Ort, wo du lebst und wohnst, in dem Ort, wo du arbeitest, in deinem Geschäft oder im Dienste für Gott. Ich will dich vor den Menschen und vor ihren Augen werde ich dich groß machen. Verachten dich viele Menschen und sind sie leichtsinnig über dich? Finden sie dich ekelhaft oder ignorieren sie dich? Der Herr gibt dir ein Versprechen, dass er dich vor solchen Menschen groß und stolz machen wird. Der Herr wird es bestimmt für dich tun. Der Herr wird euch bestimmt groß machen und euch erheben, wo immer ihr auch seid. Ihr werdet diesen Segen erhalten. Glaubt ihr daran? Also betet: Herr, ich glaube, dass du mich unter den Menschen um mich herum erhöhen wirst, wie du es versprochen hast. Versuch doch so zu beten. Glaub mir, ein Wunder wird geschehen. Vater, dieser Sohn, diese Tochter, wo immer sie auch sind, unter anderen Menschen, werden oft ignoriert, verletzt, herabgesetzt, gedemütigt, gequält und leiden daran. Wir preisen dich und loben dich, o Herr, da du sie unter denselben Menschen erhöhst, heilst und segnen werdest. Wir beten, dass diese Kinder deinen Segen auch erhalten werden. In Jesu Namen beten wir. Amen, Amen.